Herzlich willkommen zum 17-15-Kolloquium der ETH-Bibliothek. Mein Name ist Noemi Ammann und ich führe Sie durch die heutige Veranstaltung. Bevor ich Ihnen unsere Referentin und das Thema vorstelle, gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über den Ablauf des Kolloquiums. Sie hören gleich das Referat von Maximiliane Okonek, welches ca. 30 Minuten dauern wird. Danach eröffnen wir die Diskussion, für welche wiederum eine halbe Stunde vorgesehen ist. Ihre Fragen können Sie gerne bereits während des Vortrags in den Chat eingeben. Für diejenigen, welche dann noch Zeit und Lust haben und gerne mit der Referentin und den anderen Teilnehmern in einen etwas persönlicheren Austausch treten möchten, bieten wir im Anschluss noch eine Breakout-Session an. So viel zum Ablauf, doch nun zum Thema des Kolloquiums, dem ETH Library Lab. Die Frage, wie sich Bibliotheken in einer sich rasch transformierenden Welt mit immer neuen Technologien und immer stärkeren Konkurrenz ihre Daseinsberechtigung erhalten können, treibt das Bibliothekswesen schon seit manchen Jahren um. Die Lösung wird meist in einer innovativen, offenen, zukunftsgerichteten Haltung gesehen, welche Bibliotheken einnehmen müssen, um sich neue Tätigkeitsfelder zu erschließen oder in alten Tätigkeitsfeldern auf der Höhe der Zeit mithalten zu können. Nun gibt es verschiedene Ansätze zur Innovationsförderung. Und einer, der in jüngerer Zeit im wissenschaftlichen Bibliothekswesen an Bedeutung gewonnen hat, ist das sogenannte Lab. Das Lab ist zu verstehen als ein Ort des Experimentierens, als ein Ort, an dem sozusagen in freier Form im Grenzbereich des Bibliotheksgenres geforscht werden kann und so eben neue Felder für die Bibliothek erschlossen werden können. Unsere Referentin Maximiliane Okonek kann uns aus einem mehrjährigen Erfahrungsschatz über Herausforderungen, Erfolge und Lessons learned eines Bibliotheklabs berichten. Sie ist seit 2018, also seit der Gründung, Managing Director des ETH Library Labs. Nach ihrem Studium der Japanologie und Management and Economics hatte Maximiliane an der ETH-Bibliothek zunächst verschiedene Positionen im Bereich Digital Media und Innovationsmanagement inne. Und heute gilt ihr besonderes Interesse der Entwicklung von Strategien, um Innovation und technische Entwicklung im Dienste Studierender, Forschender und Lehrender voranzutreiben. Und nun übergebe ich das Wort an Maximiliane und wünsche uns allen ein spannendes Kolloquium. Ja, vielen Dank, Noemi, für die wunderbare Einladung. Guten Abend an alle Zuhörende. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr so zahlreich erschienen seid an diesem Tag, wo doch das Wetter draußen ziemlich lockt. Einen schönen Herbstabend haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Ich freue mich sehr, das ETH Library Lab heute Abend vorstellen zu können und würde jetzt auch direkt mal anfangen, meine Folien zu teilen. So. Vielleicht als Einstieg kurz einen Überblick darüber, welche Themen ich im Speziellen angucken möchte. Und was ich natürlich sehr hoffe, ist, dass es im Anschluss zur Präsentation vielleicht noch einen Austausch geben wird zu den ein oder anderen Themen. Ich weiß, in so einer Präsentation kann man natürlich immer eher generisch die Themen abhandeln und in manchen Bereichen werde ich sicher auch nicht so in die Tiefe gehen können, wie es für den ein oder anderen interessant wäre, gerade insbesondere, wenn es um die Einzelprojekte geht am ETH Library Lab, lade ich schon jetzt im Voraus dazu ein, vielleicht dann auch spezifische Fragen zu den Projekten an uns dann im Nachklang dieser Präsentation direkt zu stellen. Wir vernetzen gerne auch mit den entsprechenden Fellows, die an den Projekten gearbeitet haben. Kurz zum Inhalt der Präsentation. Ich werde auf vier Punkte schauen, einen kleinen Überblick geben über das ETH Library Lab, was das eigentlich ist und was das Innovator Fellowship Programm ist.
Das ist, wie ich gerade gesehen habe, auch für viele Kolleginnen und Kollegen aus der ETH-Bibliothek jetzt vielleicht nicht der spannendste Teil, weil das durchaus bekannt ist. Aber da es auch doch viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die vielleicht diesen Überblick noch nicht so haben, steige ich gern damit ein. Dann in einem kurzen Abriss anhand einer Handvoll Beispielprojekte ein bisschen genaueres Licht auch darauf werfen, welche Projekte bei uns bearbeitet werden und mit welchen Themen sich diese befassen und welche Interessen vielleicht auch dahinter stehen. Dann in einem ganz kurzen Blick und einer Zusammenfassung vielleicht auch Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert gesehen haben oder die Herausforderungen generell im Kontext von Innovationslabs und auch Innovationsmanagement sind. Und dann vielleicht gern endend auch mit einem Blick auf mögliche Zukunftsszenarien für Bibliotheken, Sammlungen und Archiven, der natürlich in keinster Weise den Anspruch auf Vollständigkeit hat und einfach als Denkimpulse zu verstehen sind für eine weitere Diskussion. Fragen können gerne jederzeit während der Präsentation über den Chat gestellt werden und ansonsten auch gerne persönlich dann nachher im Anschluss an die Präsentation. Ich würde gerne mit diesem Bild starten, was es mir über die letzten Jahre immer wieder angetan hat. Das ist ein Bild, das oben auf dem Hönkerberg an der ETH Zürich bei den Forschenden der Strömungsmechanik entstanden ist. Und das für mich ganz gut sinnbildlich eigentlich für eine Situation steht, in der wir Menschen aktuell generell zu sein scheinen. Man hört das eigentlich aus allen Blickwinkeln, dass man das Gefühl hat, Entwicklungen beschleunigen sich in unserer Gesellschaft und an vielen Teilen kommt man nicht mehr hinterher. Und gerade auch Technologie überformt unterschiedliche Arbeitsbereiche und Aufgabenfelder in einem Maß und in einer Geschwindigkeit, dass die Komplexität als sehr hoch empfunden wird und die Veränderungsgeschwindigkeit eigentlich als so schnell, dass man kaum hinterherkommt. Und wir haben oft eben auch unsere Methodensets, um dieser schnellen Veränderung Herr zu werden, um diese Veränderungen vielleicht in gewisse Bahnen zu kanalisieren und dann Ausschnitte davon vielleicht leichter erforschbar und verständlich für uns zu machen. Und einer von diesen Ansätzen ist aus meiner Sicht auch das ETH Library Lab, das sozusagen als zusätzliche Einheit die Innovationsbestrebungen der ETH-Bibliothek, die in den einzelnen Fachteams ja ohnehin sehr stark sind, noch weiter unterstützt und vielleicht mit einer größeren Außenperspektive und auch mit einer größeren Befassung von Projekten, die vielleicht nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu den aktuell operationalen Herausforderungen von wissenschaftlichen Bibliotheken stehen. Sind. Ich starte jetzt vielleicht einfach nochmal ganz kurz von ganz außen und stelle so ein bisschen die Frage im Raum oder Anmerkungen im Raum, in welchem Trend- und Entwicklungsumfeld wir uns eigentlich als wissenschaftliche Bibliotheken im universitären Umfeld befinden. Und da sieht man eben auch, dass die Herausforderungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen auf uns einprasseln. Ganz generell kann man festhalten, dass neue Technologien, Digitalisierungsbestrebungen und die zunehmende Bedeutung von datenwissenschaftlichen Praktiken in allen Disziplinen im Prinzip die Bildungslandschaft transformieren. Und davon sind wir natürlich als Bibliothek auch ganz stark betroffen, sei es jetzt in dem Aspekt, den ich jetzt mal grob als Wissenschaft bezeichnet habe und der vor allen Dingen sich auf die wissenschaftliche Praxis bezieht, die wir natürlich als wissenschaftliche Bibliothek als Partner auch adäquat begleiten und unterstützen wollen, wo wir sehen, dass Standards und Anforderungen als auch Prozesse sich durch die Digitalisierung stark überformen und dass da auch neue Anordnungen auf sich verändernde Workstreams innerhalb der Wissenschaft gefunden werden müssen und auch neue Infrastrukturen gebraucht werden. Und dann, wenn man in den Bereich der Forschung guckt, da sehen wir, dass datengetriebene Forschungsmethoden und der Einsatz von KI-Technologien absoluter Mainstream werden, in allen Disziplinen im Prinzip. Und dass das natürlich ganz neue Arbeitsflüsse in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen hervorbringt. Und dass es auch im Kontext dieser Entwicklung einen sehr viel größeren Fokus und viel mehr Aufmerksamkeit auch für intermediäre Forschungsoutputs gibt, wie zum Beispiel Softwarecode, wie zum Beispiel Ontologien, wie zum Beispiel Machine Learning Algorithmen, weil letzten Endes diese auch essentiell sind, um Forschungsergebnisse im Nachhinein replizierbar machen zu können. Diese Entwicklungen, die tun natürlich ganz direkt auch Curricula in der Lehre mit beeinflussen. Machine Learning Methoden als Praxis werden unterdessen in den meisten Fächern an der ETH Zürich auf der Ebene des Bachelorstudiums gelehrt und gelernt.
Und auch hier kommen natürlich dann ganz neue Anforderungen einher, auch wenn es darum geht, zugeschnittene Informationsdienstleistungen für Studierende anbieten zu können. Und der vierte Punkt, wo wir auch sehen, dass da eine starke Veränderung stattgefunden hat, ist, dass es innerhalb der Gesellschaft doch viel mehr Forderungen nach mehr Transfer in die Gesellschaft gibt und dass da die Ansprüche an Hochschulen steigen. Und auf der anderen Seite wecken die Technologien, die nun zur Verfügung stehen, auch immer mehr das Interesse daran, auch Bürger weiter in die Forschung mit einzubeziehen im Kontext von partizipativen Wissenschaftsabläufen oder eben auch im Kontext von Citizen Science. Und auch hier werden ganz neue Infrastrukturen gebraucht, die in der Form aktuell entstehen. Und das ist eine weitere Entwicklung, die sicherlich für uns im Kontext wissenschaftlicher Bibliotheken nicht unrelevant ist. Und in diesem Kontext dieser Entwicklung ist das ETH Library Lab der ETH-Bibliothek eine Einheit der Bibliothek selber, die sich mit zukünftigen möglichen Aktivitätsfeldern von wissenschaftlichen Bibliotheken auseinandersetzt, versucht eben diese zu identifizieren, zu validieren und mögliche praktische Ansätze zu entwickeln, über Projekte auch diese Aktivitätsfelder dann zu adressieren und in diese vorzustoßen. Die Triebfeder des ETH Library Lab ist sein sogenanntes Fellowship-Programm. Das steht jungen Talenten offen, die aus ganz unterschiedlichen disziplinären Hintergründen kommen und die in irgendeiner Form eine Idee haben, die zur Verbesserung von Lern- oder Lehrumgebungen im wissenschaftlichen Kontext beitragen. Was wir am Lab machen, ist, dass wir Weiterentwicklung dieser Ideen bis hin zum Prototypen unterstützen und in diesem Kontext eben auch helfen, diese Ideen weiter zu validieren und auch mit potenziellen Nutzern zu testen. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten Jahre, im Jahre 2018 sind wir sozusagen nur mit einem Computer gestartet und haben angefangen, die ganzen Vorbereitungen zu treffen, um so ein Fellowship-Programm überhaupt anbieten zu können. Wir haben Räumlichkeiten gesucht, wir haben Kommunikationspräsenz geschaffen, wir haben die grundlegenden Eckpfeiler für so ein Fellowship-Programm festgezurrt und dann auch das erste Fellowship ausgesprochen. Und im März 2019 war es dann soweit, dann konnten wir die ersten Fellows bei uns am Lab begrüßen. Und seit diesem Zeitpunkt sind 18 Fellowships gesprochen worden, 15 Projekte unterstützt worden und auch das Ziel, ein internationales Programm aufzubauen, was wirklich unterschiedliche Disziplinen in einem interdisziplinären Kontext vereint, das konnten wir erreichen. Wenn wir auf die Hintergründe der Fellows gucken, können wir da um 13 wissenschaftliche Disziplinen oder auch nicht wissenschaftliche Disziplinen ausmachen. Nicht wissenschaftliche meint in diesem Kontext kreative Disziplinen. Nur als kleine Randnotiz, wir haben natürlich auch im Laufe der Erfahrung in der Begleitung der Fellows gemerkt, dass die Fellows mit ganz unterschiedlichen Erfahrungshorizonten zu uns kommen und mit einem ganz unterschiedlichen Know-how hinsichtlich der Methodik und der Umsetzung von Innovationsprojekten. Und wir haben dann festgestellt, dass wir doch eine Art Framework brauchen, damit wir die Fellows fundiert begleiten können und auch die Projekte selber fundiert sozusagen auf methodologisch sichere Füße stellen. Wir haben zu diesem Zweck mit Personen aus unserem direkten Umfeld gearbeitet, die sich zum einen im Curriculum Design auskennen und die zum anderen Erfahrungen haben im Kontext von Innovationsmanagement und Innovationsinitiativen und haben mit dem Feedback, das uns diese Experten gegeben haben, die sogenannte Learning Journey aufgebaut, die aus 3 Grundelementen besteht. Zum einen ein besseres Verständnis des Kompetenzprofils der Fellows, die es braucht, um Innovationsprojekte erfolgreich zu machen, sodass wir dann auch diese Kompetenzelemente dann gezielt durch Unterstützung dann auch in den Bereichen mit fördern können. Zum anderen auch ein konkretes Framework für den Ablauf und konkrete Meilensteine, die zu bestimmten Zeitpunkten innerhalb eines Projektes da sein müssen. Und der wichtigste Bestandteil dann eigentlich aus meiner Sicht für die Begleitung der Fellow-Projekte ist ganz konkrete Module, über die wir dann eigentlich diese Unterstützung erbringen, die wir identifiziert haben. Also zum einen findet ein Coaching für die Fellows statt, zum anderen suchen wir für die Fellows, wo immer möglich, einen akademischen Supervisor aus dem wissenschaftlichen Umfeld. In der Regel sind das Professoren, die mit Know-how und Netzwerk unterstützen.
Wir haben eine Art Peer-to-Peer-Circle etabliert, in dem sich die Fellows gegenseitig unterstützen können. Und eins von den Elementen, die mir besonders am Herzen liegen und die sich sozusagen auch an die systemische Einbettung der Projekte jeweils und zum Verständnis auch des Projektes in einem gewissen Ökosystem, was ich da sehr wichtig halte, ist das Modul, das wir Voice of Experts nennen. Da versuchen wir wirklich ganz gezielt mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen zu vernetzen. Sehr, sehr oft eben auch Experten aus der ETH-Bibliothek selber, die mit ihrer Fachexpertise da auch einen wichtigen Beitrag zu leisten, dass Fellows auch eine Wahrnehmung haben für Herausforderungen, die ihnen vielleicht bis anhin noch nicht so bewusst waren oder aber auch Lösungsansätze aufgezeigt bekommen, die einfach aufgrund ihres fachlichen Hintergrundes bei ihnen nicht gegeben sind. Und zum anderen ist das natürlich auch ein ganz wichtiges Scharnier sozusagen in die ETH-Bibliothek hinein, um die betreffenden Fellows dann auch mit Personen aus der ETH-Bibliothek zu vernetzen. Dann vielleicht ein kurzer Blick auf wirklich nur eine Handvoll von Projekten, die jetzt in der meisten Anzahl auch eher zeitnah bei uns unterstützt wurden. Eines der Projekte, die jetzt gerade erst Ende September sozusagen abgeschlossen wurden, ist das Projekt Citizen Science Logger, das eine Kollaboration war zwischen dem Citizen Science Center Zürich, dem ETH Library Lab, dem Center for Research and Interdisciplinarity der Universität in Paris und dem Scheidemann Institute in New York. Und was der Fellow Anirudh Krishnakumar im Kontext des Fellowships sozusagen als Ergebnis nun hat erfolgreich erreichen können, ist die Erweiterung einer schon vorhandenen Applikation, die es erlaubt, im Citizen Science Kontext Datenerhebungen vorzunehmen in ganz unterschiedlichen Forschungskontexten und auch ganz gezielt Bedürfnisse im Kontext von Citizen Science und Citizen Science Projekten mit abbilden kann. Dieses Tool der Citizen Science Center wird als Bestandteil nachher im Citizen Science Project Builder, einer Toolbox, das das Citizen Science Center Zürich anbietet, um Citizen Science Projekte und Citizen Scientists zu unterstützen, fester Bestandteil dieser Toolbox sein. Dann haben wir ein sehr kreativ ausgerichtetes Projekt bei uns gehabt, vornehmlich auch in diesem Jahr, das sich Materiality Lab nannte. Das ist ein Künstlerduo gewesen, was gestartet ist vom Materialarchiv, das ein schweizweites Netzwerk von Materialsammlungen ist und auch an der ETH Zürich eine Dependance mit dem ETH Materials Hub hat. Und ausgehend von der Datenbank des Materialarchivs haben die beiden Künstler in ganz kreativen Prozessen prototypisch exploriert, wie man diese Materialien auf spielerische Weise zugänglich machen kann und vermitteln kann. Als eines der allerersten Ergebnisse ist ein Kartenspiel entstanden, was eigentlich sozusagen lediglich ein Ergebnis des Explorierens der Datenbank hinter dem Materialarchiv war. Und das ist sozusagen in einem Gaming-Mechanismus erlaubt, die Materialien in ihren Eigenschaften und Fähigkeiten miteinander zu vergleichen. Das ist sozusagen so ähnlich wie dieses Spiel Super Trumpf, wo man vier gleiche Karten eines Quartettes haben muss und wo man jeweils auch sich in Werten übertrumpfen muss. Auch im Zuge dieses Projektes ist eine Anwendung entstanden, die Smartphone-basiert ist, mit der man die Oberflächenstruktur auf mikroskopischer Ebene von Materialien untersuchen kann, die natürlich auch Rückschlüsse lässt auf gewisse Eigenschaften von Materialien und die im Kontext von Materialobjekten zum Beispiel im Material Hub auf dem ETH Hönkerberg zum Einsatz kommen könnte. In den letzten Monaten haben die beiden Künstler zusammengearbeitet mit der ETH Complex Materials Group. Das ist eine Forschungsgruppe im Bereich Materialwissenschaften, die sehr, sehr spannende Forschung machen zu neuen Zukunftsmaterialien, Materialien, die bis jetzt noch keine mögliche Anwendungsform haben, die aber in ihrer Form ganz andere Charakteristika haben als Materialien, die wir kennen, weil sie biodynamisch sind und wirklich responsiv auf die Umwelt reagieren können. Und hier hat sich herausgestellt, dass es ein großes Interesse gibt, von Materialwissenschaftlern auch in engen Austausch mit Designern zu treten, die dann potenzielle Anwender auch von diesen spekulativen Materialien, wie sie es oft nennen, dann sind, um gemeinsam diese Materialien auch weiterzuentwickeln.
Die Plattform für die das Ergebnis dieses Projektes ist, wird in den nächsten Wochen zugänglich werden. Und wer sich ein bisschen besseres Bild machen will, kann gerne auch das Refresh Festival der ZHDK jetzt in 2 Wochen besuchen, wo es einen Stand der beiden Künstler geben wird und auch eine Masterclass der beiden angeboten wird, zusammen mit Forschenden der ETH Zürich und mit Designern. Ein anderes Projekt, das wir letztes Jahr begleitet haben, war ein Projekt aus der Perspektive der Digital Humanities. Es war ein Fellow, der sich intensiv mit dem Datenkorpus von ePeriodica auseinandergesetzt hat. ePeriodica ist eine Plattform für retrodigitalisierte Zeitschriften, die unterdessen also wirklich einen sehr, sehr umfänglichen Korpus anbietet an Zeitschriften, die da zugänglich sind. Und der Datenkorpus von ePeriodica wurde von Philipp Ströbel dafür angewandt, neue Anwendungen im Bereich Machine Learning auszutesten und zu schauen, ob die Methode des Transfer Learning sich auch auf textuale Materialien anwenden lässt. Für uns war das ein ganz spannendes Projekt zum Begleiten und Unterstützen, auch weil es wirklich für uns eine ganz konkrete User-Story war, wie die Forschung der Perspektive im Umgang mit unseren Daten ist und welche Herausforderungen sich da stellen. Und es hat sich daraus auch ein erfreulicher Beschleunigungspunkt ergeben, weil die weitere Optimierung des Zugangs zum Datenkorpus von ePeriodica ist jetzt ein Folgeprojekt, in das auch unser Alumnus Philipp Ströbel nach wie vor eingebunden ist. Ein weiteres Projekt ist das Projekt Open Image Search, was ein Projekt ist, das eigentlich den Grundmechanismen auf ein Vorgängerprojekt zurückgeht. Ein Projekt, das wir in den letzten Monaten zusammen mit der Grafischen Sammlung der ETH Zürich vorangetrieben haben. Ganz grob formuliert könnte man sagen, dass der Ansatzpunkt ist, künstliche Intelligenz eben auch für Kunstsammlungen nutzbar zu machen, um dort vorhandene Prozesse auch effizienter zu gestalten und teilweise auch zu automatisieren. Was entstanden ist, ist eine Anwendung für die Reverse Image Search. Man kann also quasi mit einem Foto von einer Druckgrafik in den Beständen suchen, ob es ähnliche Druckgrafiken in den Beständen gibt. Das ist ein Ablauf, der signifikant auch Prozesse beschleunigen kann, insbesondere wenn es darum geht, Druckgrafiken aus Schenkungen, die noch nicht katalogisiert und erfasst sind, schneller dann auch zu erfassen mit den Metadaten. Bis Ende des Jahres wollen wir zusätzlich validieren, ob die Anwendung auch über Institutionsgrenzen hinweg gut funktioniert und werden mit Kollaborationspartnern zusammenarbeiten, die auch Datensets beisteuern werden, um eben zu schauen, ob die Anwendung nachher sozusagen über Sammlungsgrenzen hinweg dann Mehrwert stiften kann. Und das ist vielleicht jetzt noch ein Projekt, das guckt ein bisschen aus einer anderen Perspektive auf Abläufe im wissenschaftsnahen Umfeld. Wir haben seit dem Sommer den Fellow Jiaoqi Yao bei uns, der Computerwissenschaftler ist und Data Scientist und der sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie man Machine Learning-Algorithmen besser auffindbar und nachnutzbar machen kann und der eine Plattform aufgebaut hat, die sich genau eben diesem Anliegen widmet. Das ist sicher auch ein Thema, was für uns ganz besondere Relevanz hat, weil das Thema Replizierbarkeit von datengetriebener Forschungsergebnis natürlich auch eins ist, was mit großen Herausforderungen verbunden ist. Und für diese Replizierbarkeit nicht nur die Daten an sich, die dieser Forschung zugrunde liegen, benötigt werden, sondern eben auch entsprechende Machine Learning-Algorithmen. So, vielleicht kurz zusammenfassend an der Stelle. Was wir am ETH Library Lab sozusagen machen, ist eigentlich, dass wir die ersten Stufen des Innovationstrichters stärken für die ETH-Bibliothek. Also, dass wir den Blick ganz weit raus versuchen, auf die Zukunft zu richten und zu sehen, welche Veränderungen in Wissenschaft und Forschung stattfinden und was das für eine Bedeutung haben könnte, auch für eine strategische Ausrichtung von wissenschaftlichen Bibliotheken. Auch versuchen, diese strategischen Felder wirklich auch in konkrete Projekte zu übersetzen und über diese Projekte Transferpunkte, Wissenstransfer zwischen Fellows und auch Fachspezialisten in der Bibliothek zu erzeugen und auch einen gewissen Technologietransfer zu erreichen. Und
Projekte eben auch als Katalysatorin zu nehmen, um zusammen in Kollaboration mit anderen Partnern eben zu schauen, inwieweit Projekte auch gemeinschaftlich vorangetrieben werden können. Insgesamt geht es uns natürlich auch darum, Prozesse rund um Innovation zu beschleunigen und hier vielleicht schneller Ansätze und Produktideen zu validieren. Und der ganz schwierige Teil ist natürlich dann nachher auch die Anbindung an die Kernprozesse in der eigenen Organisation selbst, in unserem Fall der ETH-Bibliothek, weil es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten und auch Vorgehensweisen und dann nachher wirklich diesen Schritt zu gehen, auch von einem Minimal Viable Product zu einem wirklich dann konsolidierter Produktentwicklung. Das sind Prozesse, die wir weiter stärken wollen und die sicher aus meiner Sicht für die Zukunft auch eine große Relevanz haben. Und einfach vor der Frage, wieso das auch so wichtig ist, würde ich ganz gerne noch auf einen Artikel verweisen, der kürzlich von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich veröffentlicht wurde, der sich in einer Forschungsstudie angeschaut wurde, was eigentlich kleine und mittelständische Unternehmen in der Schweiz so besonders erfolgreich macht. Und da hat als eines der Ergebnisse dieser Studien sich sehr deutlich gezeigt, dass um innovativ zu sein und letztlich dann auch relevant am Markt, es nicht nur wichtig ist, allein digitale Investitionen zu tätigen, sondern dass man das Know-how, was man auch im Kontext dieser Investitionen erwirbt, auch dafür nutzen muss, neue Aktivitätsfelder zu erschließen und dadurch die Innovationskraft zu erhöhen. Das vielleicht als kleine Randbemerkung. Und damit würde ich ganz gerne zum nächsten Teil übergehen, zu Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolgen. Also ein Punkt, den ich wirklich für relativ wichtig finde, ist, dass es wirklich für unausgegorene Ideen, wenn ich das so salopp formulieren darf, also frühe Ideen, wo vielleicht noch gar nicht ganz klar ist, ob die eine unmittelbare Relevanz haben eigentlich für das eigene Produktportfolio, dass es einen Raum gibt, um auszutesten, wo die Schnittmengen eigentlich zum eigenen Service- und Produktportfolio liegen. Und oftmals ist es ja auch so, dass schnell Ideen vom Tisch gewischt werden, wenn man das Gefühl hat, das sind schlechte Ideen. Wenn man sich aber anguckt, wie Innovation entsteht, dann sieht man sehr oft, dass wirklich die Ideen, die nachher das Label herausragende Ideen bekommen, ganz am Anfang unglaublich schlechte Ideen waren, die man einfach immer weiter iterativ verbessert hat. Das ist vielleicht eine Darstellung, die schon einige gesehen haben, weil die wirklich zigfach auch im Internet kursiert. Und es war für mich schlicht unmöglich, die eigentliche Quelle dieser Darstellung noch nachzuvollziehen. Ich finde das eine sehr böse, überspitzte Darstellung von Innovationsabläufen, die sich vornehmlich auf den Unternehmensbereich bezogen haben. Aber ich denke, es hat im Kern stellt es natürlich eine Situation dar, die sehr herausfordernd ist. Wenn man als Organisation sozusagen auch jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wie ich das am besten formuliere, in diesen Abläufen, um das Serviceportfolio, das ja angeboten wird, aufrechtzuerhalten, ist oftmals gar nicht so viel Freiraum, um sich quasi auch mit diesem ganzen Prozess zu beschäftigen, den es braucht, um Ideen besser fokussiert auf den Punkt bringen zu können. Und da sind quasi sozusagen Arbeitsmodi, die im konkreten Gegensatz zueinander stehen und die sich oftmals nicht so gut synchronisieren lassen. Und deswegen denke ich, dass es auch sehr hilfreich ist, wenn es solche Freiräume gibt, die den Kontext schaffen, dass solche Explorationen möglich sind und dass diese Explorationen aber auch wirklich auf eine ganz fundierte methodologische Art und Weise so begleitet werden, dass man dann nachher am Ende auch wirklich Entscheidungen dazu treffen kann, was weiterverfolgt wird und was nicht. Das ist so ein Thema, von dem ich weiß, dass es viele in unserem Bereich umtreibt. Wir sind ja als wissenschaftliche Bibliothekensammlung und Archive ganz hochgradig getrieben von von spezifischer Fachexpertise. Und in unserem Bereich hört man immer wieder, dass auch der Wunsch danach geäußert wird, oftmals ein bisschen diese generalistische Klammer zu stärken und auch den verstärkten Fokus darauf zu legen, nicht vor allen Dingen ganz perfekte Produkte anzubieten, sondern auf der anderen Seite auch immer wieder zu hinterfragen, sind eigentlich die Angebote, die Dienstleistungen, die Services, die wir erbringen im aktuellen Kontext immer noch so,
effektiv und so relevant, wie sie es vielleicht vor 5 Jahren gewesen sind. Das ist sicher eine Frage, die wiederkehrend auch immer wieder gestellt werden muss. Was ich aus meiner Perspektive schon sagen würde, was aktuell passiert, ist, dass man sehen kann, dass wissenschaftliche Bibliotheken, Sammeln und Archive, und ich fasse das immer gerne ein bisschen in einer Klammer zusammen, weil aus meiner Sicht sozusagen die Grenzen zwischen diesen Institutionen in der Art, wie sie funktionieren, zunehmend erodieren durch die neuen Technologien, dass wir uns auch einen Weg aufmachen, weg von Systemintegratoren hin zu Software-as-a-Service-Anbietern. Und dass wir durch die Digitalisierung auch in eine ganz andere Situation kommen, wo IT eine zunehmend starke Rolle in allen Bereichen spielt. Und diese Transformation der Rollen bringt natürlich auch eine neue Gewichtung von Risiken mit sich. Und hin und wieder, finde ich, ist es auch ganz hilfreich zu schauen, was das für Risiken sind. Die sind ja auch oft viel besprochen. Für mich persönlich im Innovationskontext ist vor allen Dingen das Risiko der IT-Kostenexplosion eines, was ich extrem wichtig finde und was auch ein Schlaglicht darauf wirft, wieso Innovation oftmals auch so schwer ist und wieso die Rahmenbedingungen für Innovationen einfach für uns in unserer Situation herausfordernd sind. Das ist jetzt eine Darstellung, die ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist eine Darstellung von einem Dozenten für angewandte Technologie an der ETH Zürich, der sich in seiner Doktorarbeit damit befasst hat, wie die IT-Kostenaufteilung in Organisationen aussieht, und der zu dem Schluss kam, dass natürlich jetzt nicht auf die Kommazahl genau, aber dass in den allermeisten Organisationen sich die IT-Kosten ungefähr so aufteilen. Der große Bärenanteil geht sozusagen in die operationalen Kosten, dann hat es einen Anteil in Maintenance-Kosten und dann einen Anteil, der sich für die Entwicklung neuer Dienstleistungen sozusagen dann gewidmet ist. Und dadurch, dass wir in einem ganz starken Digitalisierungsprozess drin sind, gibt es eigentlich auch eine immer steigende Anzahl von Funktionspunkten, die technologisch abgedeckt werden müssen, durch neue Lösungen, durch neue Angebote, die wir erbringen wollen. Und diese Neuentwicklungen, die generieren nicht nur Kosten während ihrer Entwicklung, sondern natürlich auch fortlaufend dann, wenn sie sozusagen in den operationalen Betrieb übernommen wurden. Und das bedeutet eigentlich, dass über die Zeit die Maintenance-Kosten stetig steigen. Das ist das, was auch mit IT-Kostenexplosion gemeint ist. Und das ist eigentlich was, was in fast allen Organisationen passiert. Im unternehmerischen Bereich kann man dann eben versuchen, diese steigenden Kosten auszugleichen über den Markt. Das ist im öffentlichen Bereich ungleich schwieriger. Und deswegen ist dieser Druck, der auf Innovationsbudgets entsteht im IT-Bereich, denke ich, bei uns eine Herausforderung, die besondere Aufmerksamkeit verdient. Ich gehe da jetzt auf diese Darstellung nicht im Detail ein. Ich würde die Präsentationsfolien im Anschluss dann auch auf die Research Collection der ETH Zürich stellen, sodass wer dann Interesse hat, sich das vielleicht nochmal genauer angucken kann. Ich finde einfach diese beiden Diagramme ganz hilfreich, um auch zu zeigen, wie sehr durch die steigende Komplexität von IT-Dienstleistungen und Funktionspunkten, die wir anbieten, eben auch der Ressourcenaufwand und die Anzahl der benötigten Personen steigt. Und das ist einfach was man sich im Kontext von Innovationsmanagement immer vor Augen halten muss. Was sicher ein wichtiger Punkt ist, auch wenn es nachher darum geht, auch Innovationsentscheidungen zu treffen. Denn an irgendeinem Punkt können wir einfach auch nicht alle neue Sachen machen, sondern wir müssen uns da sehr genaue Gedanken machen, was wir strategisch oder wo wir strategischen Fokus drauflegen wollen. Und eben auch immer wieder diesen Effektivitätscheck machen. Was sind denn Services, die nach wie vor relevant sind und welche vielleicht unterdessen weniger? Ein anderer Punkt, der mir in den letzten Jahren doch immer wieder deutlich vor Augen gestanden ist, ist, dass durch gerade diesen Einsatz von neuen Technologien im Machine Learning-Bereich ganz neue Konstellationen der Zusammenarbeit entstehen. Und ich denke, das sind auch Entwicklungen, die man in wissenschaftlichen Bibliotheken, die sich mit diesen Ansätzen auseinandersetzen, auch ja schon gut beobachten kann, dass sozusagen wie so eine Art Horizontal Layer entsteht über die Organisation hinweg von Personen, die Know-how im weitesten Sinne im Kontext von datengetriebenen Methoden aufbauen und dann auch auf eine andere Art miteinander kollaborieren. Und dass auch Kollaborationen entstehen von Personen, die sonst unmittelbar vielleicht nicht miteinander im Austausch gestanden sind. Ein ganz wichtiger Aspekt ist einfach immer, dass die Domänenexpertise der Fachexperten zentraler Bestandteil auch der Qualität nachher der Anwendungen ist, die da entstehen sollen.
dass aber zur Umsetzung und zur Erreichung dieser Ziele dann nachher auch neue Formen der Zusammenarbeit dann entstehen. Und es stehen natürlich auch im besten Fall eine neue Form der Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen. Denn wenn wir im besten Fall auch in der Lage sind, neue Technologien für eine sinnvolle Automatisierung von Prozessen einzusetzen, dann sind wir sozusagen auch in der Lage, eine Maschine als neues Teammitglied sozusagen mit unserem Know-how aufzubauen und hier sozusagen auch dazu zu führen, dass die eigentlichen Experten in den Sammlungen und Archiven oder in anderen Bereichen sich mit den Themen beschäftigen können, die weniger Redundanz haben. Und noch eine weitere Erfahrung ist, dass Kollaborationen herausfordernd sind und nicht immer ganz einfach zu navigieren und dass sie trotz allem ein wichtiger Erfolgsfaktor sind. Für viele unserer Fellow-Projekte eines, das am Anfang auch recht für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist das Fellow-Projekt von einer Künstlerin, die künstliche Riffstrukturen aus Ton geschaffen hat für Korallen, um sich darauf anzusiedeln. Das ist ein Projekt, was extrem erfolgreich ist und weitergeführt wird von einer Forschenden der ETH Zürich und der Marie Griesmer, die Fellow bei uns im Lab war, und auch einer dritten Person unter dem Namen Reeves. Und Reeves hat auch diesen Sommer den doch sehr renommierten SIFE Tech for Impact Award hier in Zürich gewinnen können, plus den auch angebotenen Publikums Award der SIFE-Organisation. Ein anderes Projekt, wo man auch gesehen hat, dass Kollaboration ein Erfolgsfaktor ist, ist ein Projekt, ich glaube, der Michael Gref, der hört auch gerade zu, das aus der entomologischen Sammlung der ETH Zürich heraus entstanden ist, wo wir einen Fellow hatten, der aus der Learning and Adaptive Systems Group der ETH Zürich heraus zu dem Projekt beigetragen hat und sich vor allen Dingen mit dem Forschungsteil des Projektes beschäftigt hat. Es ging darum, eine Anwendung für die automatisierte Erkennung von Schmetterlingsobjekten zu erarbeiten. Und weitergeführt worden ist das Projekt dann von Barry Sunderland, der unterdessen bei uns als Technical Engineering Team ist und der in Kollaboration auch mit der Propulsion Academy, einem Startup für Data Science Bootcamps hier in Zürich, das Projekt weiter vorangetrieben hat. So, und jetzt vielleicht noch abschließend zu den Zukunftsszenarien. Ich habe jetzt einfach vier kurz auf den Punkt und dann würde ich mich freuen, vielleicht über Fragen und eine Diskussion. Eins von den Schlaglichtern. Ich habe meines Eindrucks nach, können wissenschaftliche Bibliotheken potenziell in der Zukunft noch eine stärkere Rolle auch einnehmen als Infrastrukturprovider für und Data Stewards bei Citizen Science Projekten. Zum einen ist es so, dass oftmals nicht die nachhaltigen infrastrukturellen Angebote entstehen, um solche Projekte wirklich auf konsolidierte Füße zu stellen. Mit dem Citizen Science Center hier in der Schweiz hat man da einen ganz wichtigen Schritt gemacht, die sich diesem Thema annehmen. Und doch denke ich, dass gerade diese Projekte, die wirklich eine zunehmende IT-Komponente haben, ich den Eindruck habe, dass Bibliotheken, wissenschaftliche Bibliotheken eigentlich ein sehr hervorragender Partner wären, um solche Projekte also von der infrastrukturellen Seite zu begleiten und diese vielleicht auch zu unterhalten und auch ganz wertvollen Experten irgendwo hinsichtlich des guten Datenumgangs beitragen können, wie im Kontext von Datensicherheit und auch Persönlichkeitsschutz. Ein weiteres Szenario für mich, das sicherlich nicht alle wissenschaftlichen Bibliotheken gleichermaßen relevant betrifft, aber das ein Thema ist, was an der ETH Zürich ein großer Fokuspunkt ist. Wir haben auf dem ETH Hönkerberg gleich mehrere Labs nebeneinander, die sich mit den Themen digitale Fabrikation und Augmented Computational Design auseinandersetzen, insbesondere im Bereich Architektur, aber auch in den Bereichen Engineering und wirklich auch dann Bauwesen. Und was wir auch über Fellow-Projekte festgestellt haben, ist, dass es eigentlich kaum Infrastruktur gibt, die sozusagen diese intermediären Forschungsoutput, die da im Kontext von Masterprojekten, aber auch von weiterführenden Projekten entstehen, die es eigentlich ermöglichen, diese Artefakte dann auch zu teilen und für die Nachnutzung durch andere Studierende, andere Forschende zur Verfügung zu stellen.
mit dem Thema Libraries as Makerspaces setzen sich Bibliotheken, wissenschaftliche Bibliotheken schon länger auseinander. Aber die digitalen Informationsumgebungen, die haben wir uns noch nicht so genau angeschaut. Und ich sehe in diesem Kontext großes Potenzial. Stimmen ja bei mir irgendwie die Zahlen nicht so richtig für die Szenarien. Das ist ein kleiner Tippfehler hier. Muss ich mal gerade schauen. Genau. Ein weiteres Szenario ist, und das habe ich jetzt eigentlich über die unterschiedlichen Projekte und auch Erfahrungen eigentlich schon angedeutet, neben dem umfassenden Fokus auf wissenschaftliche Publikationen und Forschungsdaten, glaube ich, dass es so einen Shift geben wird der Aufmerksamkeit hin auch wirklich zu Plattformen, die es ermöglichen, zum Beispiel auch Machine Learning Algorithmen zu teilen, als auch vielleicht mit Machine Learning Algorithmen zu experimentieren, zum Beispiel als Bachelor-Studierender und da vielleicht auch in kuratierter Form validierte Datensets zur Verfügung zu stellen, sodass solche Sachen nicht mühsam zusammengesucht werden. Das ist eine Erfahrung, die wir eigentlich in unterschiedlichen Disziplinen gemacht haben, dass das eine Herausforderung ist, da adäquate Datensets möglichst schnell zu finden. Und ich denke, das wäre ein sehr sinnvolles Angebot auch im wissenschaftlichen Kontext. Und dann sehe ich natürlich auch großes Potenzial zu weiteren Tools zur Unterstützung von Machine Learning Workstreams. Und ein weiteres Szenario, das ist jetzt was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich glaube, wir alle kennen die Debatten darum, dass wir uns in Datenumgebungen bewegen im Internet, die darauf ausgelegt sind, auch oft die Zeit auszudehnen, die wir in diesem Ökosystem verbringen, um unsere Verhaltensdaten zu akquirieren. Und nicht anders als das, was im Internet passiert, das ein hochökonomisierter Raum ist, funktioniert das im Kontext von wissenschaftlichen Arbeitsprozessen und wissenschaftlichen Publikationsprozessen. Der ein oder andere wird von der Initiative Stop Tracking Science schon gehört haben, die in Deutschland lanciert wurde. Ich glaube, dass wissenschaftliche Bibliotheken eine gewichtige Stimme sein können, die auch darauf aufmerksam machen, dass Informations- und Datenumgebungen entstehen, die es ermöglichen, Informationen über Forschende zusammenzuführen auf eine Art und Weise, die die Bemessung des Outputs oder die Abilität, auch Forschungsgelder zu akquirieren, auf eine Art und Weise zusammenführen, von der ich der Meinung bin, dass sie in fundamentalem Gegensatz zur freien Wissenschaft stehen. Und da vielleicht ein bisschen auch die Sensibilität für zu schärfen und da verstärkt in die Debatte zu gehen, das würde ich mir wünschen von wissenschaftlichen Bibliotheken. Gut. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende meiner Präsentation. Ich gehe vielleicht nochmal zurück zu dem Bild auf dem Hönkerberg mit dem braunen Wasser schließe mit einem kurzen Plädoyer dafür, neben den Ordnungsmechanismen, um diese Entwicklungen, die um uns herum passieren, verständlich zu machen und dann wirklich auch für uns in unserer Aufgabe als wissenschaftliche Bibliotheken adressierbar zu machen in Form von Strategiebildung und Methodiken, auch verstärkt reinzuspringen, die neuen technologischen Entwicklungen auf eine Art zu umarmen und sie auch einfach durch Ausprobieren in die Anwendung zu bringen und besser zu verstehen, auch was da die Knackpunkte, Herausforderungen und auch Vorteile sind. Um da eine Balance zu haben aus Tun und strategischem Denken, das denke ich, ist was eine gute Sache wäre. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen über Fragen und Austausch.